Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim bei den Ollen Rollen. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Ja, Mensch. Sowas wünsche ich mir in den Kommentaren. Das wäre mal... Oh, ist das schön. Oh, ist was Liebes. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Danke. Und jetzt schauen wir uns noch die Kohlen. Es ist der beste Tag meines Lebens. Lydia, sag auch mal was. Lydia? Lydia? Was? Ja. Okay, Leute, ich habe ein bisschen hier. Habe ich ein bisschen gemacht. Und ein bisschen was habe ich noch auf Tasche. Nur vorsichtshalber. Ja, nur vorsichtshalber. Den Keller können wir jetzt machen. Wie man sieht, wir haben ja noch 107 Holz. Ich bin direkt hinter euch. Und noch 153 Bruchsteine in der Tasche. 50 brauchen wir aber jetzt schon wieder. Geht also. Den Keller haben wir jetzt also. Als nächstes. Was können wir da als nächstes noch machen? Heilige Scheiße. Nordflügel. Alchemielabor brauchen wir nicht. Lagerraum finde ich gut. Haus- und Eingangsbereich umgestalten, Hauptraum Werkbänke entfernen. Westflügel Verzaubererturm. Westflügel Schlafzimmer. Wir können immer nur eine Sache machen. Also wir müssen uns hier Gewächshaus, Schlafzimmer oder Verzaubererturm aussuchen und hier Waffenkammer, Küche, Bibliothek. Aber ich will die drei Sachen alle haben. Die will ich alle gerne haben. Bibliothek, Küche, Waffenkammer. Also ein Schlafzimmer brauchen wir auf jeden Fall. Da gibt's kein Vertun. Oder können wir alles machen? Ich bin unsicher. Eine Küche wäre schön. Waffen kann man natürlich auch. So, mal Küche. Trophäenzimmer. Ich mache erstmal Lagerraum. Mal gucken. Ihr kennt mich. Ich mache die Sachen erstmal und dann gucken wir mal. Aber ich will natürlich nicht, dass die Sachen dann wieder weg sind. Holy shit. Okay. Ich hoffe, es wird ein richtiger Monstrum. Lagerraum, Tür. Lagerraum, Fundament. Lagerraum, Fußboden. Wandstützen brauchen wir Nägel. Nägel machen wir direkt noch ein paar. So. Nails. Ich glaube, das sind Polished Nails. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich mache auch mal ein paar Nägel hier. So, habe ich auch mal gemacht. Dann zeige ich mal her. Decke. Okay. Lagerraum ist da. Ich gehe mal rein. Leider ist drin wahrscheinlich immer noch Gras und so, ne? Obwohl, nee, warte mal. Ist nicht? Oh, der Baum und so ist auch weg. Oh, superst. Hier ist der Keller, Haus Seeblick. Und da... Hier wäre... Ist das der Lagerraum? Um Gottes Willen! Zu weit voraus. Fuck. Waschbecken auf Podest. Großer Tisch mit Truhe. Hinge und Lock. Oh Gottes Willen. Ja? Ja. Was? Ja, Entschuldigung. Um Gottes Willen. Keller. Ist das vielleicht für später? Okay, also, kurze Frage. Wenn ich jetzt Eckregal, eckiger Tisch und Stühle, kann man natürlich auch machen.
Rüstungshalter. Waffenhalter, Wandregale 3 Stück. Übungsziel brauchen wir nicht. Okay, ich probiere mal Kinderübungspuppe. Das ist aber was? Kinderübung? Okay. Gerbgestell. Ich mach mal einen Rüstungshalter. Nehmen Bucket, Basket. Aktivieren Puppe. Okay. Ich dachte, ich kann die dann selber platzieren. Was natürlich. Also, puh. Wo ist denn hier Rüstungs? Kann man nicht mehr. Schmelztresor 5 Stück. Metfässer 2 Stück. Okay. Eckregale, Beistelltisch. Das ist also alles Truhe, Truhe, Truhe. Ah, wir können das also alles hier machen. Und dann sortierte das alles automatisch hier rein. Wir haben jetzt also einen Rüstungshalter, haben wir quasi gemacht. Dann hier Schreinsockel. Ich weiß nicht genau. Braucht man sowas? Ja, gut, und wenn man selber sich healen will, können wir kurz nach Hause reisen. Vielleicht mal kurz am Schrein beten. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wandregale. Ich mache mal 3 Stück Wandregale. Schreinsockel. Die anderen Sachen verschwinden dadurch nicht. Das ist eigentlich ganz gut. Eckiger Tisch und Stühle. Mal gucken. Okay, das habe ich mir kleiner vorgestellt. Kommen da lauter Schreine hin oder was? Wofür ist das? Ich weiß es einfach. Ich weiß es auch nicht. So, da sind die Stühle. Was macht denn der Pott auf dem Tisch? Auf dem Stuhl. Das ist kein Stuhl. Apfel im Schlafrock. Basket. Ja, ist aber alles super sinnlos, oder? Also ich meine, toll, dass wir das machen können. Tornister, da können wir Sachen reinpacken, aber das ist alles so alles ein bisschen sinnlos. So. Also bin noch nicht sicher, ob wir das Ding hier, ich guck mal hier gerade, ob wir das Ding dann hier letzten Endes nutzen werden. Kleiner Kleiderschrank, hängende Schlammkrabbe, Wandregale 3 Stück, eckiger Tisch, Esstisch und Stühle. Schöne Feuerstelle. Hohes Regal. Auch hier ein Rüstungshalter. Das kostet uns alles Zeug, ne? Ich spare da mal lieber ein bisschen. Oh, hi. Oh, ist immer jetzt schön. Oh, das ist immer schön jetzt. Ja, das gefällt mir gut. Die Waldhütte. Ja, das passt ja auch gut. Die Lektüre passt. Finde ich schön. Das hier ist wohl der Eingangsbereich, glaube ich. So, was? Doppelbett? In den Eingangs... Ah, ne, hier sind die Schlafzimmer. Wir sind hinten. Ja, nice. Doppelbett. Okay, Kommode. Wandregale und Feuerstelle. Eckregal. Eckiger Tisch und Stühle. Ja, das haben wir noch. Da ist das Ding. Was ist denn das für eine Feuerstelle? Das ist das Schlafzimmer mit einer offenen Feuerstelle in der Mitte? Okay. Ich meine, okay, warum nicht? So, hier oben, das wird alles noch teuer, vermute ich. Da geht's raus auf den Balkon. Ah, hier haben wir... Ah, hier ist das. Nochmal die Waldhütte. Da ist wieder eine Puppe zum... zurechtschneidern, okay. Aha, aha, aha. 3 Stück, dann Beistelltische 2 Stück. Schönes hohes Bücherregal. Nochmal ein hohes Regal. Den Rest, ja, wir brauchen Zeugs. Also um das alles einzurichten, brauchen wir auf jeden Fall noch, da brauchen wir noch Zeugs. Okay, ne, hier ist Schlafzimmer. Glaube ich, oder? Himmelsrand. Ist das das? Ich weiß es nicht. Die Schlafzimmer sind, glaube ich, hier, oder? Im Eingangsbereich steht direkt ein Bett. Warum?
Ich... Wir haben hier hinten ein Lager gebaut. Ja. Okay, also ich finde es schön, dass man sich selber auch Häuser bauen kann. Das finde ich sehr schön. Aber ich muss zugeben, ich mag unser Briesenheim irgendwie lieber. Es ist futz. Also hier ist natürlich schön groß, aber das Briesenheim ist futzliger. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Okay, kurze Frage. Wieso kann man hier nichts mehr machen? Wir haben uns doch die Pläne geholt. Westflügel Schlafzimmer. Westflügel Gewächshaus. Westflügel Schlafzimmer. Das meine ich ja wohl. Westflügel, mal kurz gucken. Man kann so immer nur eins machen. Türen. Oh, Fittings, Lock und Hinge brauchen wir. Fittings, Lock. Immer noch da. Da freue ich mich. Oh, Fittings, Lock und Hinge. Wir brauchen, glaube ich, Eisen, ne? Ich habe ja gar nicht gemerkt, wie viel wir brauchen. Ich habe kein Korundum mehr. Ich glaube, wir brauchen ein neues Eisen und so weiter. Also wir müssen... Oh, puh. Schlafzimmer, Türen haben wir jetzt gemacht. Fundament. Fußboden, Wandbalken, Decke, Wände. Schlafzimmer ist durch, die Nummer. Ich gebe euch Deckung. Dankeschön. Oh Gott, 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 oh Gott. So, warte kurz. Eine Sekunde. Wo ist die Schlafzimmer hier? Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Vitrine, Waschbecken, Doppelbett können wir nicht, weil wir... Leather Stripes fehlen uns dafür. Oh, fürs Bett fehlt uns Leder. Aha. Eckiger Tisch und Stühle. Tisch mit Bänken. Okay, also Schlafzimmer ist theoretisch da. Ich geh mal kurz hier raus. So. Ist komisch, dass wir ein Bett im Eingangsbereich haben. Das finde ich merkwürdig. Wenn ich ehrlich bin. Würde ich gerne mal versuchen wegzuräumen, aber geht wahrscheinlich nicht. So, hier können wir Sachen einpflanzen, wenn wir wollen. Drachenbaum finde ich schön. Distelzweig, Kaniswurzel, Namiras Vollen ist vielleicht nicht. Bergblumen, Schneebeeren. Todesglockenblume. Pflanzen wir erfolgreich. Hier nochmal eine Todesglockenblume nochmal. Dann hier Tundra-Baumwolle. Violette Bergblume können wir nochmal machen. So. Nochmal eine violette Bergblume. Hier. Tollkirsche oder vielleicht ein bisschen Lavendel. Hier Drachenbaum. Hier nochmal den Drachenbaum. Ja. Ja, hallo. Koboldschemel nicht. Diese Trauben sind nicht so schön. Distelzweig. Ja, Distelzweig ist eigentlich immer. Distelzweig geht eigentlich immer. Vielleicht ein paar Tollkirsche habe ich schon. Oder? Violette Bergblume? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Blaue Bergblumen haben wir ja immer, überall. Distelzweig. Mache ich auch nochmal hier nochmal einen Distelzweig. Dann hier. Fäulnis, Schimmerpilz. Kleine Schneebeeren-Ecke. Eine reicht. Eine reicht. Oder? Bin ich ganz sicher. Aktivieren fruchtbarer Boden.
Jetzt fehlt nur noch hier was. Ich weiß gar nicht, was wir da hin machen. Schneebeere nochmal, ne? Hier so eine violette Bergblume. Komm, let's go. So. Prima. Ich gebe euch Deckung. Dankeschön. Da haben wir Ställe. Hier wäre was für Tiere, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie wir Tiere hierher kriegen. Wie wir die hier tamen oder züchten können oder was auch immer. Los, geh in den Käfig. Okay, warte. Ihr wisst doch alle, was kommt. Der stört auch hier sowieso. Okay, das ist leider zu schwer. Geht leider nicht. Da hinten hätten wir noch Bienchen. Und eine Dachterrasse, wie es aussieht. Hier eine wunderschöne Dachterrasse. Finde ich schon mal sehr gut. Die ist total einbruchsicher. Weil man einfach so da hochkommt. Oh, das ist aber cool hier. Ja gut, dass der Baum hier rausguckt. Naja, das ignorieren wir mal. Den hier auch ein bisschen. Wir kommen aber gut dran vorbei. Das passt alles. So, Seeblick. Das war ein bisschen gefährlich. Okay. Das mit dem Bett im Eingangsbereich finde ich immer noch sehr merkwürdig. Und es ist noch nichts gegen unser kleines Briesenheimchen. So, dann lass mal gucken. Im Ostflügel. Waffenkammer. Ich mach mal Waffenkammer. Mal gucken. So. Mal gucken. Wahrscheinlich, ja, natürlich. Ein Iron Fitting, zwei Loks können wir uns alles nicht mehr leisten, ne? Lydia, darf ich kurz? Oh. Ich gebe euch Deckung. Ja, ich habe kein Ingot mehr. Wir haben kein Eisen mehr. Ich glaube, das war's. Ja. Ich glaube, der Traum ist geträumt. Der Traum ist geträumt. Wir brauchen... Ich glaube, das war's. Corundum haben wir auch nichts mehr. Vielleicht noch Corundum-Ohr. Ich weiß nicht genau. Aber wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Was für ein teures Vergnügen. Und die ganzen Sachen im Haus dann noch basteln. Heilige Scheiße. Also um die Zimmer komplett auszurüsten... Da brauchen wir halt auch noch ein bisschen Stuff. Das wird nochmal dauern. Okay, warte. Ich lege Lehm und Bruchstein und Holz lege ich mal hier ran. So. Lehm. Alles da rein. Bruchstein. Ja, ja, das geht natürlich auch. Und Holz. Okay, haben wir gar nicht. Holz haben wir nicht mehr. Ansonsten Hinsch und so können wir, Hinsch und Kunsch können wir dabei, das habe ich einmal dabei, das ist einfach hier. Okay. Corundum-Ohr. Corundum-Ohr. Aber wir haben halt einfach kein Eisen. Wir haben kein Eisen mehr. Wir haben ein Haus nicht mal fertig gebaut und schon ist das Eisen komplett weg. Was wir all die Zeit gesammelt haben. Manche Leute sagen, die dunkle Bruderschaft sei wieder da. Nee. Sie sei mächtiger als je zuvor. Nee, Quatsch. Sie sollen Dämmerstein zu ihrer Basis gemacht. Nee, Dämmerstein zu ihrer Basis gemacht. Da, auf solche Gerüchte höre ich gar nicht. Da laufe ich direkt weiter. Das will ich gar nicht hören. Diese üble Nachrede. Okay. Eisenkorundum. Azuras Weisheit. Ja, genau. Schau. Leute. Einen guten Tag wünsche ich. Hallo. Wir brauchen. Oh, Corundum-Ohr. Sehr gut. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben? Leute, darf ich da. Mögen eure Klingen scharf und eure Beute frisch sein. Möget ihr aber meine scheiß Tools nicht besetzen, alle. Willkommen zurück. Es ist schön, euch wiederzusehen. Möge euer nächster Kampf siegreich. Dieses Amulett. Das tragen doch Nord, wenn sie heiraten wollen. Mit eurer Stärke solltet ihr keine Probleme haben. Ja, aber darf ich mal bitte an meine Schmelzhütte? Danke.
Bitte geht aus mir heraus. Stahl geht auch. Korundum. So, Stahl, weißt du was? Stahl mache ich auch ein bisschen. Ich weiß nicht, was wir brauchen, aber Iron Ore erfordert Iron Ore, davon haben wir noch genau eins. Oh, das lasse ich mal lieber mit Stahl. Den Rest Corundum Ore packe ich mal wieder zurück. Corundum Ore. Ingot haben wir 25, sehr gut. Problem ist aber. Seid gegrüßt. Das ist ein Irrenhaus geworden. Wie kann ich euch helfen? So, verschiedenes. Hier war der Müll drin, ne? Genau. Pass auf, ich schmeiß mal ganz genau ein bisschen Müll raus hier. Das stört mich immer, wenn ich sehe, diese Empty Wine Bottles hier zum Beispiel. Krieg ich immer zu viel. Wir hatten noch mehr, ne? Stroh brauchen wir noch. Können wir wieder neues kaufen? Nee, ne? Das dauert ja immer. Nails haben wir zum Glück noch ein paar. Iron Ore wirklich nur eins. Und Iron Ingot 6. Scheiße. Firewood, weißt du was? Das packe ich mal da rein. Das brauchen wir eh nicht. Basket kommt auch weg. Wir brauchen Eisen. Ich brauche mein Notizbuch, wo ich mir niedergeschrieben habe, wo ich viel Eisen finde. Oh Gott. Da. Häuser bauen, meine Nemesis in Spielen. Ich bin sofort wieder da. Eine kleine Sekunde. So, da sind wir wieder zurück. Hab nochmal ganz kurz was geguckt. Und wir müssen zum Lager stehender Strom. Oh. Erstes Lager ist gleich stehender Strom. Cool. Direkt mal weiß. Ja, okay, gut. Das ging schneller, als ich dachte. Ich dachte, ich muss jetzt erstmal suchen und buchen, aber gut. Lager stehender Strom. Da habe ich mir notiert, gab es sehr viel Eisen und ein bisschen Korundum. Ich hoffe, das stimmt soweit. Ich hoffe, das habe ich mir richtig notiert und ich hoffe auch, dass es immer stimmt. Das Problem ist, also ich habe mir aufgeschrieben. Viel Eisen, ich weiß nicht, was das heißt. Viel Eisen wird aber wahrscheinlich nicht genug sein für uns, ne? Ja, wo ist denn hier? Oh, da waren wir auch noch nicht, cool. Aber jetzt erstmal hier zum Lager. Ich habe darüber nachgedacht, Banditin zu werden. Aber ich ziehe saubere Kleidung und frischen Miet. Ich glaube, das war's auch schon. Sie hat also darüber nachgedacht, Banditin zu werden. Ich sag mal so, lohnt sich nicht wirklich. So, an den Banditen bin ich heute auch gar nicht interessiert. Scheiß auf den Loot. Oh ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. Denn heute gehen wir hier in diese Mine. Das ist nicht die Mine. Okay, wo ist denn... Wo ist denn... Ich dachte, die geht hier oben. Da ist die Mine. Da gehen wir jetzt rein. Bist du die Richtige? Lager stehender Strom. Okay. Kann sein, dass wir hier vielleicht noch ein paar Freunde drin haben. Das weiß ich nicht mehr genau. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich schau mal eben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert mit dem Farmen hier. Ich müsste eventuell zwischendurch immer mal wieder Eisen holen. Eisenerz. Okay. Fängt schon mal. Von meiner Mine.
Dann schaue ich mal ganz kurz. Huch, da fliegen Spitzhacken rum. Was ist denn hier los? Bärenfall aktivieren. Hä? Ich war hier schon mal drin. Warum ist das Schloss wieder zurückgesetzt? Ich wäre doch auch 100 pro da unten drin. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Familie. Das ist aber eine Überraschung. Ist das alles, was wir können? Ich kann auch das. Ah gut, mal gucken, was sie dabei haben. Septime, 100 Septime, ist ja gar nicht so... des Entziehens, ehrlich gesagt. Mir Wurst. Zaubertränke. Mammutrüssel nehme ich natürlich mit. Da sind noch ganz andere interessante Sachen, aber... Butter. Poacher's Eggs. To Animals. Okay, eine Holzaxt. Nehme ich einfach mal mit, weil ich nicht genau weiß, ob... Hier, ja... Mammut, wow, okay, gut, die Banditen, Gott sei Dank, roher Mammut, boah, was für Drecksäcke. Holy shit. Die armen Mammuts. Empty Wine Bottle, toll. Das ist also die Oberkiste hier mit Empty Wine Bottle. Iron Ore, ja gern, Zaubertrank der Stärke. Bisschen Silber. Hä, Zauberbuch Mineralerz umwandeln. Gerüchte, ja, das nehme ich trotzdem mal mit. Mineralerz umwandeln? Was ist denn hier los? Warte, hier. Zaubertrankrezept, Öfres Lektion. Niederes Dramatenskelett, wir haben nur das hohe. Wo ist denn das Zauberbuch abgeblieben? Huch, da oben? Mineralerz. Wandelt einen Klumpen Eisenerz in Silbererz oder Silbererz in Golderz um, wenn der Zauber... Ach so, ja, aber ich brauche doch Eisenerz aktuell. Kann ich nicht Gold in Eisen umwandeln? So. Dagobert Duck würde sich im Grabe umdrehen, wenn er drin liegen würde. Was er nicht tut, weil Dagobert Duck ewig lebt. Okay. Da oben ist noch Gezuppel. Ist hier noch... Oh ja. Eisenerz. Entschuldigung, Lydia. Ich muss mal kurz durch. Flawless Emerald. Ach ja, und vielleicht kriegen wir wieder ein paar Gevatter, die hier auftauchen, die wir noch kaputt bügeln können. So. Eisenerz, vielen Dank. Da ist noch ein Coin Purse. So. Ist das hier so ein Geheimraum? Warte mal. Sieht tatsächlich ein bisschen so aus. Toll. So. Was haben wir? Septim. Zauberkraft der Ausdauer. Okay. So, darf ich wieder raus? Ich danke euch. Ansonsten gibt es hier aber keine... Hier gibt es keine Mine sonst, ne? Doch. Okay, alles klar. Also Eisen haben wir hier unten genug. Ich weiß nur nicht genau, wie lange es dauert, die ganze Mine auszuräumen. Kann sein... Ich weiß es nicht. Es hört sich so an... Oh, ist ja noch... Da ist noch mehr Eisen. Lydia? Ich bin direkt hinter euch. Lülü? Danke. So, aua, der Schädel, aua, ach, der Schädel, aua, ach, der Schädel, aua. Was machen die denn? Was ist denn mit dem Schädel? So. Okay, Eisenerz hinzugefügt. Muss man wirklich genau gucken, dass uns hier keine Ader entgeht. Da geht's wieder raus, glaube ich. Wollen wir aber aktuell noch nicht. So. Ruby. Okay.
okay, wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Eisen. Ich muss mal irgendwie googeln, wie lange es dauert. Ich... Ziel Himmelsrand, da wollen wir natürlich nicht hin. Ich hasse dieses Himmelsrand. Ich müsste mal googeln, wie lange es dauert. Bis das alles wieder respawnt. Oh ja. Oh ja. Gib mir das. Also wir kriegen hier auf jeden Fall ein bisschen Iron Ore. Weiß nicht genau wie viel. Habe jetzt auch nicht mitgezählt. Ich müsste mal die Adern an sich zählen. Aber leider ein Wächter spawnt hier leider nicht. Zumindest noch nicht. Hätte mir ein Wächter bei jedem abbauen gewünscht. So, Septimchen. Sag mal, hört ihr mal auf damit? So, Dankeschön. Wenn die das wenigstens wirklich abernten würden, ne, das wäre schon ganz cool. Aber so ist ja doof. Ich gebe euch Deckung. Ja, mach mal. Hallo? Nein, jetzt, hier, schnell. Bevor die Mädels wieder anfangen. Und da rechts daneben ist, glaube ich, direkt noch eine. Ja. Und sonst so bei euch? Alles in Ordnung? Wie geht's? Wie steht's? Was macht die Kunst? Oh nein, sie fängt an abzubauen auf der anderen Ader. Ich sehe es doch. Oh, ist noch. Wurde ich gerade unterbrochen? Nein, es sind zwei. Oh Gottes Willen. Das ist wirklich viel Eisen. Ja, nice. Korundum habe ich noch nicht gesehen, aber das gefällt mir schon mal gut. Zwei Iron Ore ergeben leider nur ein Eisen. Ich wünschte, es wäre ein Ore. So, und das sind auch wieder zwei Minen, glaube ich. Entschuldigung. Nimm deinen Kopf da weg. Au. Ah. Au, das tut mir leid. Jenassa, tut mir leid. Oh, ah. Oh, das Blut spritzt auf das Eisen. Oh. Ich mache meine schöne rote Eisenrüstung. Ach, gehärtetes Blut. So, hier auch nochmal. Ein Träumchen. So. Ich hoffe, das reicht dann erstmal für das Haus, weil ich würde das Haus schon gerne... Also ich würde zumindest gerne die Teile des Hauses fertig machen. Aber vielleicht noch nicht unbedingt das Interieur, weil... Puh, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Und ich muss mal gucken. Sag mal, ich baue nichts ab, ne? So, jetzt nochmal. Da vorne ist gleich wieder das nächste. Und ich muss mal gucken beim Interieur, was wir alles an Rohstoffen brauchen, um das alles zu bauen. Das weiß ich aktuell selber noch nicht. Hätte das dann gerne in rohen Massen da und alles, was wir nicht brauchen. Ich weiß halt nicht, kann man mehrere Häuser bauen? Kann man nur das eine bauen? Ich muss zugeben, als Lager mag ich unser Briesenheim mehr. Aber vielleicht können wir die NPCs ja da irgendwie, ne, und so. Dass wir die da vielleicht unterbringen, weil da ist mir das Briesenheim langsam so ein bisschen überfüllt. Oh Gott, wie viel Eisen. Gut, dass ich mir das aufgeschrieben hatte. Ich habe mir für Eisen, habe ich mir 4 Minen aufgeschrieben, für Gold eine. Die Kolkskegger. Für Korundum hatte ich 2. Eine davon ist diese hier. Ja, Na endlich. 3 Iron Ore, dankeschön. Und ich kann hier abbauen. Prima. Und was braucht ihr? Platz. Private Space. Also, ich hätte mir aufgeschrieben, für Eisen, Gold, Korundum, Quecksilber und Orichalkum habe ich mir aufgeschrieben. Sonst, dann habe ich aufgehört. Hab da sonst keine anderen Rohstoffe notiert, weil ich doof bin. Geht so. Nicht zu weit voraus. Ja, jetzt kann ich ja. Entschuldigung. Ich erkenne den Trend, die Frau hier immer zu verprügeln mit der Spitzhacke. Was läuft denn falsch bei dem? Ich mache das nicht absichtlich, das ergibt sich irgendwie immer so. Ich glaube, die springt mir in die Hacke, die mag das. So, oh, warte mal, und da habe ich gerade noch was. Alter, wie widerlich. Gut, dass ich alle umgebracht habe, haben die alle verdient. Warte mal, was ist denn hier? Das habe ich verdient. So, hier ist sonst nichts mehr. Aber
ganz kurz hier nochmal schnell gucken. Schlüssel zur Mine. Ja gut, den haben wir, glaube ich, sowieso schon. Das ist leer hier, wenn ich es richtig sehe. Da habe ich schon. Habe ich hier irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Warum habe ich mir diese Mine hier für, das ist der Eisenwächter. Ich habe mir die für Eisen aufgeschrieben, aber aus irgendeinem Grund nicht nur dafür, sondern auch für Korundum. Habe ich das jetzt übersehen? Hier ist alles erschöpft. Ich schaue lieber nochmal, ne? Weil Korundum ist ja auch wichtig, das brauchen wir aktuell auch. In den Säcken war aber auch nichts drin. Das Eisen haben wir auch mitgenommen. Ach, vielleicht deswegen. Ja, gut. Viel ist das jetzt nicht unbedingt. Deswegen habe ich da keine Mengenangabe hinterstehen. Also, kein viel. Ah, oh, 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 oh. Ja, hallo. Das kommt mir wie gerufen. So, hier war nichts drin, ne? Schrott, genau. Okay, Korundum hat man auch ein bisschen. Ich gebe euch Deckung. Aber viel war das nicht. Das hier ist keine gute Korundum-Mine. Da ist man nicht Korundum zufrieden. Okay, Ziel Himmelsrand. Ich gehe mal wieder raus. Wo kommt man jetzt hin? Okay. Daran erinnere ich mich nicht. Hoch 11. Ein Hirsch. Aua! Ha. Ich will die Coin Purses haben, aber ich komme da nicht dran. Das war alles wert. Okay, hier sollte ich vielleicht nicht unbedingt weitergehen. Jetzt weiß ich, wie die ihre... Was? Mammuts gefangen haben. Lager stehender Strom. Okay. Dann haben wir Ditte. Wäre schön, wenn jetzt alles respawned wäre, aber leider. Iron Arrow und jetzt Eisenpfeil. Ich kann den Eisenpfeil nicht nehmen, weil ich gerade einen Iron Arrow genommen habe. Iron Arrow. Ich habe Iron Arrow genommen. So. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Also wir haben, ganz kurz, wie viel Iron Ingot haben wir? Wir hatten eins. Ah ne, Iron Ore, meine ich. Iron Ore, Entschuldigung. 53. Okay, das ist ja super nice. Also je nachdem, wie oft das hier respawnt. Entschuldigung, Mädels. Je nachdem, wie oft das respawnt, können wir da halt ab und zu mal hingehen. Und fröhlich abbauen. Gibt's hier noch Eisen draußen? Einfach nur just for fun? Manchmal ist das ja so, aber hier natürlich nicht. Ich will nicht zu gierig werden, ich will einfach nur gründlich sein. Kartoffel. Da gibt es so Kartoffel. So, Stahlpfeile, vielen Dank, den Rest kannst du behalten. Genau. Natürlich wieder. Die haben wirklich sehr viele Mammuts hier. Ich weiß nicht genau warum. Okay, gut, das hätten wir. Warte mal, das sind das Pfeile. Bucket, Eisen. Da noch ein paar Eisenpfeile. Unseren Pfeil nehmen wir auch wieder. Alles klar. Gut. Wir haben Eisen. Und noch mehr Eisen könnten wir... Ich weiß nicht, wo das ist. Egal.
Ist egal. Ich gehe erstmal zum Haus Seeblick. Wir könnten noch mehr Eisen sammeln. Aber ich glaube, das mache ich jetzt auch nicht mehr heute, sondern ich glaube, Eisenfarm würde ich vielleicht zwischendurch irgendwann mal wieder machen. Immer mal wieder. Irgendwie sowas. Bin noch nicht ganz sicher. So, jetzt erstmal wieder schön bei der Hütte. Ach, das war ja so ein komisches Stück Skeletthand hier. Sag mal, hier tauchen immer mehr Teile davon auf. So, warte. Iron Ore, let's go. So. Stiel-Ingo können wir auch machen, aber ich wollte jetzt mal das machen. Iron haben wir und jetzt müssten wir als nächstes was machen? Türen. Fittings, Lock und Hinge. Fittings, Lock und Hinge. Fittings. Lock. Hallo? Lock. Ich hätte mir merken sollen, wie viel, ne? Ich mache immer so random. Und Hinge. Okay. Das muss auch mal ein Ende haben hier mit dem Haus. Kann man, glaube ich, eine ganze Ewigkeit mit verbringen, ne? Türen. Fundament braucht man Bruchstein. Habe ich ja alles abgelegt. Bruchstein. Ja, ich nehme mal 100. Obwohl 100 sind nicht so viele, ne? Hier 173, ist mir egal. Lehm. 135. So. Waffenkammer. Fundament. Fußboden. Wandstützen. Decke. Wände. Damit haben wir alles im Ostflügel und ich glaube, mehr gibt es auch nicht. Ne? Wir haben alle Flügelchen durch. Jetzt können wir noch Werkbänke entfernen. Haus- und Eingangsbereich umgestalten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Da haben wir nämlich momentan noch das Bett irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau warum. So. Wir sollten das im Eingangsbereich wirklich umgestalten. Vielleicht ohne Bett. Auch wenn es schön ist, aber ich glaube, das ist noch vom kleinen Haus. Das kleine Haus ist dann der Eingangsbereich geworden. Das hier ist nicht die... Wo ist denn... Das hier müsste die Waffenkammer sein dann, ne? So bin ich glaubend. Rüstungshalter mit Schrank. So, Vitrine und Schrank. Wir brauchen jetzt wieder Hinges und so. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir ausnehmend gut. Eine fehlt noch. Aber das finde ich ja nice. Oh ja, oh ja, oh ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das gefällt mir sogar ein bisschen besser als bei uns zu Hause aktuell. Also ein bisschen hier können wir noch weitermachen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen auf die Pirsch gehen. Ein bisschen rauskommen. Wir sind ja nur noch im Haus. Das kann nicht mehr sein. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich muss... Das ist Freiheitsberaubung. Ich muss nächste Woche... Nächste Folge gehe ich demonstrieren. Im Wald gegen Freiheit. Okay, nee, nächste Woche mal vielleicht mal wieder ein bisschen auf die Pirsch gehen. Ich weiß noch nicht genau, womit und mit was. Aber mal gucken. Und vielleicht ein paar NPCs hier abdroppen. Ich weiß noch nicht genau. Müssen wir mal schauen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und... Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.